Hallo zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Wie die meisten von euch wissen, ist dieses Jahr mein großes Ziel mehr aufbrauchen als nachkaufen. Ja, und deswegen war ich wieder fleißig am Aufbrauchen und was ich alles aufgebraucht habe und wie ich die Produkte finde, zeige ich euch jetzt im Video. Und wir starten mit etwas für den Haushalt und zwar feuchte Allzwecktücher von Denkmit. Das sind jetzt die in der Geruchsrichtung Granatapfel. Ich glaube, die kennt jeder, der keine Abneigung gegen diese Allzwecktücher hat. Ich fand die am Anfang nicht so gut, aber dann zum Schluss hin, was heißt zum Schluss hin, nach nur kurzer Verwendung habe ich die irgendwie total geliebt, weil ich habe immer den Geruch dann überall gerochen. Also wenn ich nur eine kleine Fläche damit sauber gemacht habe, hat irgendwie alles danach gerochen und das fand ich so toll an denen. Die gibt es ja jetzt nicht mehr, weil die waren limitiert, aber ja, ich denke, die kommen dann im Winter wieder und darauf freue ich mich schon. Dann geht es mit etwas weiter, wo jetzt manche vielleicht denken, hä? Und zwar von Baby Love diese Windelbeutel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Mamas vielleicht. Und zwar sind da so kleine blaue Beutel drin für die Windeln. Ja, der Philipp trägt keine Windel mehr. Aber ich hatte die mal im Vorrat gekauft und hatte die deswegen noch da. Und habe die dann einfach für einen Kosmetikmülleimer im Bad verwendet. Und jetzt sind sie endlich leer. Ich muss aber sagen, dass ich die wirklich praktisch fand als Müllbeutel für einen Kosmetikeimer im Bad. Also diese kleinen. Die kennt ihr bestimmt alle mit diesem Drehding. Die haben da perfekt reingepasst und ja. Jetzt sind sie aber leer und nur für den Kosmetikmüll würde ich die jetzt nicht mehr nachkaufen. Da kriegt man auch günstigere. Aber wenn man die noch da hat, finde ich, kann man die dafür wirklich gut umfunktionieren. Dann geht es weiter mit feuchtem Toilettenpapier. Und da habe ich zwei verschiedene aufgebraucht. Und zwar einmal das blaue hier von So Soft. Das ist vom Netto und einmal mein allerliebstes von DM Sanft und Sicher in Deluxe. Und ja, das hier ist halt ein bisschen rauer und das ist einfach so schön weich. Das ist einfach das, wie ich finde, beste feuchte Toilettenpapier, was es gibt. Und ja, die haben wir beide leer gemacht. Das nicht so gern, aber das hört sich komisch an, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Lieber. Das ist jetzt ja auch neu umformuliert, dass es noch biologisch abbaubarer ist, was ja keine schlechte Sache ist. Das würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr feuchtes Toilettenpapier gerne habt. Das jetzt nicht so, weil es halt hart ist. Dann habe ich auch aufgebraucht einen Badezusatz von Dresden Essence für Abwehrkräfte. Ja, der riecht so gut. Oh, ein richtig, richtig guter Badezusatz. Der ist mit Thymian und Honig und der war richtig gut. Der riecht so, oh, der riecht richtig gut. Wer Thymian und Honig mag, dem wird dieser Badezusatz auch gefallen. Dann habe ich natürlich wie immer Kosmetiktücher, nee, Bodypads heißt es ja, aufgebraucht. Die von Ebelin. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die sind einfach gut fürs Augen-Make-up zum Entfernen oder für Nagellack. Dann habe ich noch von Garnier diese Skin Active Matcha und Kaolin Maske aufgebraucht. Ja, die ist jetzt mit Matcha Tee und Tonerde. Die fand ich ganz okay. Die ist für fettige und Mischhaut. Ich glaube aber immer, dass man den Effekt dieser Masken nur dann sehen würde, wenn man wirklich nur diese Maske verwendet und wie es hinten drauf steht, alle 2 bis 3 Tage. Da ich das ja aber nie mache, habe ich auch keinen Effekt davon. Ich fand sie aber für den Moment ganz okay und ja, würde ich mir jetzt aber nimmer nachkaufen. Die war, glaube ich, in meiner Glowbox drin. Glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Dann habe ich noch einen Badezusatz aufgebraucht und zwar von Alta Pharma. Das ist von Rossmann. Und zwar ist es ein Rücken- und Schulter-Meersalzbad. So sieht es aus. Vom Geruch hat mich das so an irgendwas so Medizinisches erinnert halt, ne? Aber ich habe das nicht so gut vertragen. Mir hat die Haut davon gejuckt. Ja, deswegen konnte ich darin nicht so lange baden, aber okay.
Es war trotzdem schön wärmend und angenehm. Und ja, ich glaube, wenn man nicht so Probleme mit der Haut hat, ich denke, dass ich irgendwas von diesen Wacholder, Wintergrün und Ingwerzeug nicht vertragen habe. Und ja, ich denke, wenn man aber mit sowas keine Probleme hat, ist das wirklich ein guter Badezusatz. Dann habe ich von Bril ein Spülmittel aufgebraucht. Ja. Ist halt ein Spülmittel. Was ich blöd fand, war das Dosierteil hier oben, weil da kam immer voll viel raus. Also wenn man nur einen kleinen Klecks wollte, kamen da aber 50 kleine Kleckse auf einmal raus, so übertrieben gesagt. Deswegen ging das relativ schnell leer. Das fand ich aber ein wenig blöd. Aber ja, das hatte ich damals, glaube ich, im Angebot gekauft. Ich würde es mir jetzt aber so nicht mehr nachkaufen und ja. Natürlich habe ich auch was für die Wäsche aufgebraucht und zwar von Lenor diese 3-in-1 Pots. Und ich hatte das ja schon mal in einem Aufgebraucht-Video gesagt, ich finde die schlecht. Die lösen sich manchmal nicht richtig auf, die riechen nicht gut und ja, Geruch ist ja für mich persönlich bei der Wäsche das Allerwichtigste und darum bin ich froh, dass die jetzt leer sind. Ich habe leider immer noch eine Packung, irgendwie werden die nicht weniger, weil ich die ja mal im Angebot gekauft habe. Aber ja, die sind jetzt leer. Würde ich keinem empfehlen. Die sind zwar jetzt, glaube ich, neu formuliert worden, aber ja, vielleicht sind sie dann besser. Wenn ihr es ausprobiert habt, könnt ihr es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob sie jetzt vielleicht besser riechen oder sich besser auflösen. Ich habe die dann nur noch für die Kochwäsche verwendet, weil da haben sie sich aufgelöst und ja, bei Handtüchern war mir jetzt der Geruch nicht ganz so wichtig und ja, würde ich aber wirklich nicht mehr nachkaufen. Natürlich habe ich auch einen Weichspüler aufgebraucht und zwar von Lenor, den Goldene Orchidee. Ich glaube, den kennt jeder. Das ist einfach so ein Klassiker von Lenor. Der riecht einfach hammerlecker und ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Klassiker. Würde ich immer wieder nachkaufen, finde ich gut und ja. Dann habe ich Shampoo aufgebraucht und zwar von Fructis Garnier, diese Öl Repair Reihe. Die sieht so aus. Das hier hatte ich, glaube ich, in irgendeiner Box drin. Und das hatte ich mir gekauft, weil ich dachte, vielleicht ist es gut für die Spitzen. Aber ich finde beide nicht gut für meine Haare. Also das ist natürlich immer haarabhängig. Aber für mich haben die beiden nicht funktioniert. Ja, ich habe es halt verwendet, weil ich schmeiße grundsätzlich nichts weg. Und wenn man mal einen Gammeltag daheim macht und ich wasche dann trotzdem halt Haare, ist das schon okay. Oder wenn man nicht viel vorhat, dann ne, ist das auch okay. Dann müssen die Haare halt nicht perfekt sitzen. Aber nachkaufen würde ich es mir für meine Haare nicht mehr. Vom Geruch war es aber okay. Aber ich glaube, alle Fructis-Sachen riechen immer gut. Und ja, ich bin jetzt froh, dass es leer ist. Dann habe ich noch einen WC-Reiniger aufgebraucht. Und zwar den von Frosch mit Zitronenduft. Ja. Der ist wirklich gut, der macht das, was er soll, nämlich das WC reinigen und es ist ja immer das Allerwichtigste. Vom Geruch her, naja, da bin ich ja bei allen WC-Reinigern immer ein wenig so, ist jetzt nicht so mein Geruch, weil ich ja diesen Zitronengeruch nicht so gern mag. Aber ja, Hauptsache das Klo ist danach sauber. Ich glaube, das ist der wichtigere Aspekt als der Geruch dann. Jetzt haben wir noch ein Shampoo von Schwarzkopf. Taft, Wetter, wie heißt denn das? Drei Wettertaft, so ein Power Haarspray. Ja, das ist die Stufe 5, mega stark, aber ich finde das nicht so gut. Ich habe jetzt schon einen anderen Favoriten für mich entdeckt und zwar von Syoss 1. Das habe ich euch auch in meiner Haarpflegeroutine gezeigt. Ich kann euch das Video mal hier oben verlinken. Ja. Das ist schon okay, aber für meine dünnen Haare hält es halt leider nicht so gut. Und deswegen würde ich es mir derzeit erstmal nicht nachkaufen. Jetzt haben wir einen Badezusatz von Balea, nämlich das Kräuterbad Eukalyptus. Ich glaube, das kennt jeder und ja, das ist halt ein Kräuterbad, was man halt im Winter verwendet. Das riecht halt so richtig gut nach Erkältungsbad. Ja. Ist halt ein Erkältungsbad, ne? Ich finde die von, wie heißt denn das, Kneipp oder Tedesept aber besser. Also das ist schon okay.
wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm erkältet ist. Aber wenn man richtig erkältet ist, finde ich irgendwie die von TTZ besser. Dann habe ich hier ein Duschgel von Balea für Kids. Dusche und Shampoo Wald. Das sieht so aus. Das hat der Philipp jetzt endlich mal leer gemacht. Der hat ja die Angewohnheit, jetzt die Duschgele vom Dennis mitzuverwenden. Ja, aber ich habe ihn halt jetzt mal immer wieder mal dazu überredet, dass er das verwendet. Ja, es ist halt ein Kindershampoo. Ich finde den Geruch irgendwie zu süß und komisch. Ja, würde ich nimmer nachkaufen. Ich habe auch ein Duschgel leer gemacht und zwar von Fahr, das Cream and Öl mit Kakaobutter. Das sieht so aus. Ich glaube, das kennt auch jeder. Oh, das riecht so gut. Da muss ich immer an die Schwangerschaft zurückdenken. Da habe ich immer das verwendet. Und ja, es riecht so gut einfach. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. es ist halt ein gutes Duschgel. Ich finde den Geruch gut. Der bleibt auch nach dem Duschen oder Baden, je nachdem, erhalten. Und ja, Pflegewirkung ist ja bei mir, also die alle meine Aufgebraucht-Videos schon so wegen verfolgen, immer wegen die Nebensache, weil ich mich danach eh eincreme. Und ja, aber das ist ja gutes Duschgel. Dann habe ich noch ein Gesichtswaschgel aufgebraucht und zwar von Rival de Loup, das Micellentechnologie milder Reinigungsschaum. Ich mag den ja total gerne. Das ist wirklich ein richtig guter Reinigungsschaum. Ich mag den Geruch davon, ich mag es, wie er reinigt. Der ist so schön weich, also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Reinigungsschaum. Ja, ich habe mir den ja mal im Vorrat gekauft und ja, den mag ich wirklich total gerne. Kann ich euch nur empfehlen. Dann bleiben wir doch gleich bei Rival de Loup und zwar habe ich da einen Hydro Booster Feuchtigkeitsgel aufgebraucht. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal nachgekauft. Ich finde das wirklich gut. Das fühlt sich richtig feuchtigkeitsspendend an, deswegen mag ich das. Ja, ich würde es mir auch nachkaufen, aber ich muss jetzt erstmal aufbrauchen. Ich habe nämlich noch ein paar so andere Sachen auch noch von meinem Glossybox Adventskalender. Und ja, deswegen erstmal nicht nachkaufen. Wenn ich aber alles aufgebraucht habe, dann kaufe ich mir das auf jeden Fall wieder nach, weil das wirklich gut war. Dann habe ich auch noch einen Duft aufgebraucht und zwar von Dolce & Gabbana. Dieses hammergeile Parfüm. Ich liebe es, wirklich. Wenn ich daran rieche, geht es mir gut. Das ist irgendwie so ein Duft, den verbinde ich mit nur guten Sachen irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, das ist mein allerliebster Lieblingsduft. Ich habe es auch schon wieder bekommen, also ja, es ist einfach geil. Für mich persönlich das weltbeste Parfüm und ja, ich kann die Duftnote aber nicht beschreiben. Also ich bin da ja ein wenig schlecht drin, aber es riecht einfach geil. Ja, wenn ihr es nicht kennt, riecht mal dran. Ja, das ist wirklich eine riesengroße Empfehlung von mir. Weiter geht's mit einem Shampoo vom Dennis und zwar Balea Man. Dieses Sensitive Shampoo, das kaufe ich mir immer wieder mal. Ja, ist ein gutes Shampoo, verträgt er gut, klagt nicht drüber, kann man nicht viel falsch machen. Dann hat der Dennis noch von Playboy dieses Duschgel aufgebraucht und ich muss jetzt leider so ein Tuch immer nehmen, weil irgendwas ist in der Tasche ausgelaufen und alles klebt und es ist so, Naja, zurück zum Duschgel. Ja, das riecht wirklich gut und das habe ich ihm, glaube ich, auch schon wieder nachgekauft. Das ist halt so ein Männerduft. Auch wenn man jetzt vielleicht denkt, dass das eher was für Jugendliche ist, aber ja, ich finde, das können auch Männer verwenden. Ich habe auch noch mein liebstes Deo von Rexona aufgebraucht. Das mit einem schwarzen Deckel. Ich finde, das ist ein wirklich gutes und zuverlässiges Deo. Da riecht man wirklich nichts. Also, ja, ich finde, das ist das beste Deo, was ich bis jetzt entdeckt habe. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, ich weiß nicht. Erst mochte ich ja immer dieses Geschmiere da nicht, weil ich dachte, das ist eklig. Aber mittlerweile verwende ich
nur noch dieses Deo. Es macht keine Flecken, es schützt vor Geruch und ja, ich bin hellauf begeistert davon. Auch aufgebraucht habe ich von Ebeli Nagellackentferner. Der ist jetzt mit Aceton. Genau, und den habe ich gekauft, weil ich was anderes sauber machen wollte. Also das verwende ich nicht zum Nägel ablackieren. Ja, ich habe da eine Scheibe, die war mit Farbklecksern voll sauber gemacht. Das hat auch wirklich funktioniert. Ja, aber für Nägel ablackieren würde ich das nicht verwenden, weil mir das zu aggressiv, jetzt kann ich keine Anführungsstimmung, aggressiv ist. So, weiter geht's mit Zahnpasta und zwar die hier von Signal für Philipp. Das ist die mit dem Drachen Kokosnuss drauf, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Philipp will die immer, weil da der Drache Kokosnuss drauf ist und deswegen kaufe ich die mir auch gerne. Weil ich finde, Zähneputzen sollte den Kindern auch irgendwo Spaß machen oder Freude bereiten. Und wenn es dann auch nur so eine Kleinigkeit ist, dass er sich die Zahnpasta selber aussuchen darf, unterstütze ich das gerne. Und ja, deswegen haben wir die aufgebraucht und auch schon wieder nachgekauft. Dann habe ich hier noch eine Tuchmaske von Balea. Und zwar war das eine mit so einem Tigermuster drauf. Die hat mir die Dani auch zugeschickt. Ja, ich fand die gut. Ich finde halt immer dieses Tiergesicht, das sieht mir halt einfach ein wenig komisch aus. Der Philipp ist sogar von mir erschrocken. Ja, aber so sind es immer gute Masken. Ich mag solche Masken, solche Tuchmasken. Die legt man sich auf und nimmt sie ab, massiert das Restprodukt ein oder nimmt es mit einem Tuch einfach wieder ab. Ich mag solche Masken fast lieber wie die, die man so aufschmieren muss, weil es halt praktischer in der Handhabung ist. Bleiben wir gleich bei Masken. Und zwar habe ich hier einmal eine Heilerde-Maske aufgebraucht. Da ist jetzt nur noch das untere Teil da. Die war so gelblich. Sonst sind die ja immer bräunlich. Ja. Mit Goldkamille war die. Die war ganz gut. Ja, aber wie gesagt, bei den Masken, ich denke, man muss das wirklich, wirklich regelmäßig anwenden, um auf lange Zeit einen Effekt davon zu sehen. Und von Rivaldilup habe ich auch eine Maske aufgebraucht. Ich denke, das war eine Feuchtigkeitsmaske, weil hier Blubberblasen drauf sind. Ich schaue mal, ob ich das hier hinten noch finde. Ja, Hydromaske mit Kupfer, Zink und Magnesium. Mehr kann ich leider nicht lesen, weil ich es durchgerissen habe. Ja, es sind halt so Feuchtigkeitsmasken. Der Effekt danach ist immer ganz okay dann halt, ne? Dann habe ich noch was von Kneipp aufgebraucht, was ich richtig geil fand. Und zwar dieses Cremeöl-Peeling. Die Handhabung ist zwar ein bisschen schlecht, also ich fände es besser, wenn Kneipp das in so ein Pöttchen rausbringen würde, wo man reingreifen kann, als in so einer Verpackung, weil da muss man dann so reinfummeln. Und das finde ich ja ein wenig blöd, vor allem unter der Dusche oder in der Badewanne. Da wäre wirklich so ein Pöttchen einfacher. Aber der Effekt war geil. Also, ich habe ja auch so ein Rituals-Peeling, von dem ich hochauf begeistert bin. Und das würde ich jetzt nicht ganz damit vergleichen, aber es kommt nah dran, was den Effekt angeht. Und ja, wirklich ein sehr, sehr gutes Körperpeeling. Machen wir mal weiter mit Zahnpasta. Und zwar haben wir einmal hier die von Dontodent mit Kräutern aufgebraucht. Ja. Ich stehe ja auf Kräuterzahnpasta, deswegen kaufen wir die immer nach. Und dann habe ich noch so ein Pröbchen von Colgate Max White aufgebraucht. Ja, die war so blau mit so komischen Punkten drin. Und die fand ich, ehrlich gesagt, richtig gut. Ich habe davon jetzt nochmal so ein Pröbchen, das habe ich ja auf der Glow bekommen. Und ja, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es mir nachkaufen würde, weil diese Weißzahnsachen sollen ja angeblich immer Granulate drin haben, die die Zähne abschleifen und das ist ja auf Dauer nicht so gut. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob meine Zähne davon wirklich weißer geworden sind. Ich kann es jetzt nicht erkennen, aber ja. Ich habe auch immer noch keine Komplimente über meine strahlend weißen Zähne bekommen. Nee, Quatsch. Aber prinzipiell, ja, sind es beides gute Zahnpasten. Dann habe ich was aufgebraucht, wo ich, ja, mega stolz bin und zwar einen Nagellack. Das ist jetzt der von Essence, der Gel Nail Polish Top Coat. Der sieht auf jeden Fall so aus und ich weiß gar nicht, ob es sie überhaupt noch gibt.
Ich bin ja immer Topcoat nicht draufmacher, weil ich zu faul dafür bin. Ja, weil das ja immer alles so lang zum Trocknen braucht und das ist mir dann immer alles zu doof. Aber ich habe es jetzt immer wieder mal versucht und habe ihn leer bekommen und ich bin mega stolz auf mich. Das hört sich vielleicht ein wenig doof an, aber Nagellack aufzubrauchen ist halt einfach so eine Sache, die ewig dauert und darum freue ich mich da voll drüber, dass der jetzt endlich leer ist. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Mascara aufgebraucht und zwar von Catrice, die Luxurious in Waterproof. Die sieht so aus. Und die hatte ein richtig tolles Bürstchen. Nämlich sah das so aus. Jetzt kommt das große Aber. Die habe ich mal im Ausverkauf gekauft. Das heißt, die gibt es leider, leider nicht mehr. Ich finde im Allgemeinen, dass diese Art von Bürstchen nicht mehr so oft erhältlich ist. Entweder sind es dicke Bürstchen oder mit irgendwelchen Dingern drin oder aus Gummi. Und ja, ich finde aber diese Art von Bürstchen am allerbesten. Und finde es ein bisschen schade, dass es das so nicht mehr gibt. Aber okay, man kann nicht alles haben im Leben, ne? Die habe ich auf jeden Fall jetzt leer gemacht. Ich fand sie sehr gut und würde sie mir auch nachkaufen, wenn es die so wieder geben würde oder sowas in der Art. Wenn ihr eine Empfehlung habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Darüber freue ich mich immer megamäßig. Und das war jetzt auch schon das letzte Produkt. Ja, das habe ich alles wieder aufgebraucht. Wie ich finde, eine Menge. Und ich bin richtig stolz auf mich, dass ich da wirklich so dahinter bin, die Sachen aufzubrauchen. Und ja, genau. Das ist jetzt schon mal mit dem Aufgebraucht-Video. Verlinke ich euch natürlich wie immer zum Schluss hier meinen Kanal zum kostenlosen Abonnieren. Dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und hier verlinke ich euch noch zwei meiner letzten Videos hin. Falls ihr Bock habt, könnt ihr da gerne noch reinschauen. Und sagt tschüss, bis in meinem nächsten Video.